Servus, Grüezi und Hallo an alle, die gerade vom guten Pokémon-Bit zu mir auf den Kanal gekommen sind. Und natürlich auch an alle anderen Leute, die sich dieses Video dann so gesehen im Nachhinein normal anschauen. Ja, es ist ein besonderes Video heute. Es ist mein allererstes Blister-Battle im Rahmen der Pokémetropole. Falls ihr nicht wisst, was die Pokémetropole ist, ist ein sehr cooler Discord-Kanal, ist in der Kanalbeschreibung bzw. im Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und ja, wir führen heute ein Blister-Battle durch. Ah, hier ist das gute Ding. Ich habe nicht die Version mit der Promokarte von Rayquaza, sondern die mit dem Duraludon. Und während ich das Ganze aufmache, erkläre ich auch schon mal dann so ein kleines bisschen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Wir haben 11 Poketuber und wir alle haben so gesehen ein Blister, was wir dann öffnen. Na, schön. Das geht ja mal wieder toll auf. Bin echt, muss ich sagen, kein großer Blister-Fan, weil die einfach irgendwie immer so komisch zu öffnen sind. 11 Poketuber, alle ein Blister. Wir haben zwei Teams, einmal das Team Rebell und das Team Clash. Und ich bin Team, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, Team Clash. Zusammen mit dem Blue Aris, Einfach-Fanta, Green Playland, TNDS und dem guten Mighty Tywhild. Sorry, dass ich das jetzt ablesen musste. Und wir kämpfen dann zusammen gegen Collect and Trade, Niki vom Drachenhort, den guten Pokémon-Bit, Pokémon Epicards und Voxymoron. Und ja, es geht dann eben darum, wer kriegt die besten Pulls, so gesehen, aus allen Blistern zusammen. Und da schauen wir dann, was dabei so rumkommt. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier in diesen drei haben wir. Schade, wir haben jetzt leider nicht alle drei Starter, das wäre natürlich echt cool gewesen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier noch gut rauskriegen. Hier haben wir einmal das Duraludon mit dem Holo-Foil. Und dann gibt es hier einmal noch die Codekarte für euch. So. Und zu guter Letzt, komm raus, haben wir hier noch einen schicken Coin mit Landorus, Therion. Die guten alten OU-Zeiten aus Gen 6 und Gen 7, wer kennt es nicht, das Ding war gefühlt irgendwie in jedem Team drin. Und ja, jetzt gehen wir einmal schnell die Punkte durch. Wir kriegen einen Punkt für eine Reverse Rare und eine Holo. Wir kriegen zwei Punkte für eine V-Karte. Wir kriegen drei Punkte für eine V-Max-Karte. Wir kriegen vier Punkte für eine V-Full Art oder Trainer Full Art. Wir kriegen fünf Punkte für, kurz denken, V-Max und Trainer in Rainbow. Sechs Punkte für eine Gold-Item-Karte und sieben Punkte für die beiden Shinies in Gold. Falls wir die ziehen sollten, was ziemlich geil wäre, dann würde ich hier extrem rumschreien und vermutlich noch die Leute wecken, die schon schlafen sind, weil ich das Ganze hier abends aufnehme. Und wir, würde ich sagen, fangen dann einfach mal direkt an. Hier mit Clash der Rebellen und mit dem guten Gordrom. Meiner Meinung nach bester Starter. Und wir haben das Booster doppelt, von daher schauen wir da dann doch gerne mal rein. So. Dann nehmen wir das Ganze hier mal raus. Ich probiere das heute mal wirklich so zu machen, dass ich mich komplett gar nicht spoilern lasse, weil das ja manchmal durchaus passieren kann, wenn man dann die Karten umdreht. Energy Gas brauchen wir heute nicht, gibt es keine Punkte für. Und das Karma, ja, hoffen wir einfach mal so, dass durch das Team Clash, in dem wir sind, wir das auch so haben. Wir haben Maske Regen, wir haben Duokles, wir haben die schicke Fangenergie. Wingull, ein Natu, Schmerbe, Raffel, Knapfel. Dann haben wir Wingull, also auf dem ersten Reverse-Slot kein Punkt für uns. Und dahinter haben wir ein Barrakiefer in nichts. Okay, das heißt kein Punkt für uns. Aber es bleibt ja immer noch, es bleiben immer noch zwei übrig. Man hat auch gesehen, also die Blister sind eben immer, ne, man zahlt ein bisschen mehr dafür, aber potenziell können hier schon verhältnismäßig geilere Hits drin sein als in einem normalen Display. Die Cardbuddies haben da ja zum Beispiel auch ziemlich viel geöffnet und auch zum Teil ganz schicke Sachen rausgezogen. Also zumindest annähernd so, dass man das von den Booster-Anzahlen her mit einem Display gut vergleichen kann. Und wir haben eine schicke Stahlenergie. Von daher, wir haben jetzt noch zwei Chancen. Hoffen wir mal, dass ich noch ein paar Punkte fürs Team holen kann. Denn es gibt dieses Mal auch eine Bestrafung, dass sich so gesehen dann das jeweils andere Team überlegt für das Verliererteam. Und wir wollen natürlich keine Bestrafung. Also je nachdem, ne? Ich bin da bei allem offen, ich bin bei allen dabei, habe damit auch kein Problem und hole ich hier auch einen Punkt fürs Team, denn wir haben hier
Pixie in Reverse Rare. Und dahinter haben wir ein Gala Pantyfrost. Leider keine Holo, aber immerhin ein Punkt. Da sagen wir doch nicht nein. Das kann am Ende der entscheidende Punkt sein, der zum Sieg führt. Und wie gesagt, ne, es gibt eine Bestrafung. Und wir wollen natürlich die Bestrafung fürs andere Team bestimmen dürfen. So, letztes Booster, Last Pack Magic, Inteleon, gib uns nochmal alles. Würde uns auf jeden Fall freuen. So, letzte Energie ist eine Psychoenergie. Kann das nochmal uns was bringen? Wir sind gespannt. Wir haben auf jeden Fall Meditales. Wir haben Costurso. Wir haben eine Tempoenergie. Sehr cool. Das süße Hokumil. Ein Pucano. Ein Bämon. Dann haben wir noch ein gutes Skoppel. Paragoni. Meditalis, also auch als normale Rare-Karte. Hier kein Punkt. Und können wir noch mal irgendwas holen aus dem letzten Rare-Slot? Leider nein. Nur ein Durengard. Tja. Ein, wie ich dann doch sagen würde, echt schlechtes Blister-Pack. Aber, nice, jetzt hat man sogar noch einen Ton gehört. Professionalität ist am Start. Immerhin ein Punkt. Und das Pixie ist immerhin ganz schön, wie es da in der Nacht rumtanzt. Ich hoffe, dass meine Teammitglieder mehr Punkte holen können. Es wäre ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten, naja, sind wir jetzt schon wieder am Ende vom Video. Und ich kann eigentlich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen auch sonst runter. Erklärt mir wieso, dann probiere ich das zu verbessern. Abonniert sonst den Kanal. Ich packe euch mal oben ins Video noch das letzte Video. Das war nämlich das oder finale Battle gegen meine Freundin. Wir haben ein Display geöffnet und es ist ziemlich cool geworden. Also schaut da sonst gerne auch nochmal vorbei. Und vor allen Dingen schaut jetzt in den nächsten Videos vorbei. Denn es geht jetzt weiter beim guten Pokémon Epic Cards. Und ja, willst du dich vielleicht einmal kurz ankündigen? Ja, also ihr habt es gehört, rein jetzt so gesehen gleich zu seinem Kanal. Es geht dann im 15-Minuten-Takt ja dann immer weiter, auch auf den anderen Kanälen. Die sind auch alle in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, checkt die gerne aus. Das soll es soweit von meiner Stelle gewesen sein. Drückt meinem Team die Daumen, dass das hoffentlich irgendwie klappt und wir den Sieg ja, kriegen können. Und wenn nicht, wer weiß, gibt es dann vielleicht irgendwann ein Video, wo dann die Bestrafung zu sehen ist. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao!